So, hallo, ich bin's, der Andrew. Ich befinde mich hier in Schattenfenn, in einem Ebenerzgebiet. Und zock hier gerade mit meiner Templerin, der Andoria, die mittlerweile auf Stufe 25 ist. Sieht schon, es ist halt so eine Art Sumpfgebiet, so eine Art Dschungel mit Haufen Tieren. Und ich habe ein paar Quests schon gemacht halt, und jetzt bin ich auf der Suche nach einer Luthema. Und mal sehen, was die uns anbietet. Schaut einfach mal zu. Haltet euren Kopf unten. Die Invasoren in. Was? Ich habe seit Jahren. Okay, war doch ein Kerl. Den dreien sei Dank. Eine, die aussieht, als könnte sie einen Kampf bestehen. Wie immer wäre ich hier mal ein bisschen beschleunigen und wegdrücken, um nicht so viel von wegzunehmen. Obwohl ich es nicht genau. Und ich habe jetzt eine Aufgabe gekriegt, Einheimische zu retten. Falls ihr ein Piepen hört oder irgendein Flirren, ich kann es nicht abstellen. Ist irgendwas von der Grafikkarte. Da schwingt irgendwas mit, irgendeine Spule. Und ich werde es demnächst eventuell beheben, das Problem. Sieht es ja viel los. ESO ist gestern erst offiziell veröffentlicht worden. Ich hatte ja nur das Glück, halt 5 Tage schon vorher spielen zu können durch die Imperiale Edition. Und es hat alles schön voll geworden. Das frische Leben im Spiel. So wie es aussieht, muss man sich bei dem Spiel mal an anderen ein bisschen halten, weil Mobs mit 3 Gruppen sind, gerade wenn sie eine Stufe, 2 Stufen höher sind, ziemlich schwer. Gar nicht genug.
Leitet Jared. Er ist in der Hütte da drüben. Haben sie ihm angetan. Jared spricht nicht mit mir. Seit ihr ihn gerettet habt, will Jared nicht mehr. Ihre Hütte ist gleich den Weg hoch. Ich wünschte, wie wär. Er wurde als Kind von Sklaven mit. Sehr schön. Vielleicht schön Stufenaufstieg. Wie man sieht, habe ich auch Add-ons installiert. Spannend. Es war auch Zeit halt, dass endlich ordentlich Add-ons unterwegs sind halt. Aber die Add-ons wären noch besser. Viele Add-ons sind halt noch ein bisschen verbuggt halt. Mit der Zeit wird das auf jeden Fall. Warum ist er nicht zurückgekommen? Warum ist er nicht nach Hause? Mein Sohn, wie... Beispiel habe ich hier ein Addon halt, wo ich mir ja die Ränder anzeigen kann, lassen kann halt, was für Rüstungsqualität ich angelegt habe. Also zum Beispiel blauen Schmuck halt, grüne Rüstung halt, grüne Waffen. Dann habe ich hier ein bisschen mein Inventar geändert, um einfacher meine Sachen finden zu können halt, nicht immer nur lesen können halt, sondern richtig einfacher alles finden zu können. Für jeden Reiter jetzt gesehen halt, also schön übersichtlich all das Ganze. Dann habe ich oben links in der Ecke sieht man eine Kurzanzeige für meine Shards, die ich gesammelt habe, für meine Inventarplätze, für meine Position und für mein Gold. Unten rechts in der Ecke habe ich eine kleine Minimap. Da muss ich nicht immer auf die große Map schalten halt, sondern habe die gleich ganz kompakt halt. Das hilft ungemein beim Leveln. Ja, ansonsten halt, wenn ich mein Chatfenster anmache, habe ich zum Beispiel noch einen Loot-Helper halt, der mir anzeigt, was ich loote. Da ich dieses kleine Loot-Fenster deaktiviert habe, zum Beispiel Gold halt und Tränke, sonstige Items, zeigt mir auch gleich an, wie viel ich dann am Questende erhalten habe. Jo. Und als Gildenschmied habe ich mir noch ein Addon geholt, was mir die Position meiner Erze anzeigt auf der Karte.
Im Übrigen auch andere Materialien, aber mir ging es halt nur um die Erze halt. Und je nach Lootspot halt von einem Material halt, werden halt im Prinzip dieses Bergbauzeichen mit eingefügt halt in die Karte und gespeichert. Dass ich, falls ich mal unterwegs farmen bin, halt schnell diese Spots wieder abgrasen kann. Wiederfinde sozusagen. Typen, diese Heiler-Typen im Spiel gegnet, die sich dann selber hochheilen oder andere auch, die sind echt mega der Hass. Meinen Sohn gefunden. Unser ehemaliger Meister hat ihn wieder. Jetzt haben wir seine Halskette wieder zurückgebracht. Wir haben jetzt eine Aufgabe bekommen, einen Pilz zu finden.
vorhin schon mal angelegt. Verloren. Schön hart der Liebe zu sein. Wir haben ziemlich viele Fähigkeiten für ein normales Monster, aber ich bin mit dessen gar nicht sicher. Ich täusche mich da einfach auch. Wichtig ist auch, dass man sehr viel blockt. Da kann man meistens Schaden schon mit abfangen. Ja, noch so irgendwann kurz nicht. Ja. Also die sind wirklich heftig. Da haben wir unseren Pilz. Nach sehr, sehr nervenden Kämpfen. Ich mal versuchen zu flüchten hier auszuweichen. Nicht unterher. Ihr und Hannibal habt dieses Monster Sandal. Alles ist für den sie schön. Ihr werdet Jareth sein. Sucht Jareth. Muss mit dem Pilz essen. Sagt, was hätte gesagt werden müssen. Und befinden uns jetzt in einer Art Geisterwelt oder Zwischenwelt. Aber nicht allzu psychedelisch. Vermutet hätte. Jareth, ich an, das heißt, meint ihr das wirklich? Die Erinnerungen bleiben wirr. Das schwächt unsere Wurzeln. Irgendwo so eine Art Vision der Vergangenheit zu sein. Ich bin bestimmt eine Art Volksheld dieser Argonier. Jareth,
Ich habe gehört, redet ihr so mit eurer kleinen Ihr habt die Erinnerung entwirrt. Die Hist mögen euch segnen. Erstmal schauen, was ich jetzt als nächstes überhaupt machen muss. Weil ich hatte noch eine alte Quest eingeloggt, mit der ich vorhin nicht weitergekommen bin, weil einfach die Monster zu stark waren. Wir hätten Ositis, dann werde ich ihn. Kommt, trefft mich unter dem Histbaum. Was der Hist nur ist, das weiß ich nicht ganz, aber irgendwie Schmerz, hat er was mit dem argonischen Volk zu tun. Ich bin ein Teil des Hist. Haltet Karethil auf. Er taucht so eine Art kollektiver Geist. Das Schrein Karethil töten. Dabei. Und ich denke mal, ich werde an dieser Quest scheitern. Aber ich kann es ja mal probieren. Magier, die sich selber wieder hochheilen, sind echt wirklich schlimm in dem Spiel. Da muss man was getan werden. Ich bin immer da und klopft stundenlang auf den rum. In der Hoffnung, dass endlich sein Mana ausgeht. Allgemein gesehen für Zauberwillige sehr, sehr schlecht. Ah, ich hab ihn. Schön. Schnell die Seele befreien. Und dann wieder weg. Ihr habt lange geschlafen. Jareta steckt noch mehr. Das war... Immer schön Bücher lesen. Bücher lesen gibt's Punkte für Fertigkeiten. Fertigkeitsstufen sozusagen. Ich war, ja, danke. Ich will Feyne. Das Leben würde. Sie würde nicht gehen. Feyne kam nur mir zum Gefallen.
Das scheint so gewesen zu sein. Im Sigurmorast. Schauen wir noch mal, was am Sonnenschuppenufer geht. Es braucht schon mehr als das. Gleich einfach mal hier runtergelaufen. Aha. Und schon haben wir wieder eine Quest gefunden. Fies, ihr gehört doch nicht die Renri. Ob ihr es glaubt, Barwin, ich wünschte ich. Diese Piraten wurde aber auch Zeit, dass vielleicht nicht. Ich weiß nicht so viel darüber. Ich muss jetzt einen Stein besorgen. Aber irgendwie gefällt mir das ja alles gar nicht, weil die Gruppen immer nur aus dreien besteht. Und was ich vorhin schon gesagt habe, halt, dass ab drei Gegnern sehr, sehr schwierig wird. Das heißt, viel zu tun bei drei Gegnern. Ich muss auf sehr viel achten. Ich würde empfehlen, bei Gegnergruppen, wo ein Heiler dabei ist, sich zuerst um den Heiler zu kümmern. Es sei denn, man hat Hau und kann schnell einen Dieb oder einen Krieger ausschalten. Ansonsten halt primär folgt mir um die Heiler kümmern, weil die wirklich nerven können. Die heilen sich hoch, die heilen andere hoch von so einer Gruppe. Das ist ein schönes Dschungelgebiet. Hervorragend. Der Hist hat genau wie uralte Relikte. Bringt den Hist schon die Artefakte doch.
Manchmal ist es auch einfach gut, halt einfach nur rumzustehen und ein bisschen zu recken. Weil die Leisten, die tun sich mit der Zeit dann wieder aufladen von alleine. Ich habe nur jetzt als Templer den Vorteil, dass ich mit eine Art Zauber besitze, was die ganze Sache halt ein bisschen beschleunigt. Verdammt, warum? Ich glaube schon, das kommt mir bekannt. Selbstverständlich. Ich werde drinnen warten. Ich kann nicht länger warten. Aber so eine Spielweise kann auch sehr manalastisch sein. Meine Notiz. Oh nein. Wir müssen sie in der Zeit vor ihm vielleicht eine Geißel auf dem Rücken und sagt, dass man sich durch das. Passiert ist. Ich habe schon mal das Gefühl, als ob ich noch viel zu low bin für all das hier. Hat gerade Energie abgezogen. Aha. Na gut, dann muss ich die Quest erstmal hier abbrechen. Weil sozusagen Stufe 28 Elites am laufenden Band, das geht gar nicht. Deswegen werde ich mir mal eine neue Quest suchen. Einfach mal schauen, ob ich hier nicht irgendwo in der Nähe was finde, was ich schon gemacht habe. Jetzt mich jetzt hier unten hin verschlagen. So. Einfach mal hier hin teleportieren und mal suchen, ob ich mit Rest finde. Ansonsten finde ich eigentlich ESO ist ein schönes Spiel. Sehr gut gelungen. Bis auf einige Bugs am Anfang halt, bevor der Patch kam halt, der erste, es ist einfach, ja, der Wahn halt. Es macht Spaß, sieht gut aus. Könnte sich teilweise noch ein bisschen flüssiger spielen, aber so passt schon auf jeden Fall.
ist ja so eine Elite-Mob. Das ist eine Monstergruppe. Immer schön zu erkennen halt am Totenkopf auf der Karte. Also hier brauchen wir auf alle Fälle eine Gruppe dazu. Falls ihr vorhin Bassmusik gehört habt, das ist mein verrückter Nachbar unter mir. Aber wir haben zurzeit Waffenstillstand. Deswegen musste ich es jetzt einfach mal so lassen. Aber ich hoffe, es hat nicht wirklich gestört. Wahnsinnig gut gelungen. Sehr, sehr lustige Gestalten. Grüße. Tut mir leid, aber falls ihr Eisen kaufen wollt, es gibt so Nihariel. Verdammt sein, diese Arbeit. Ich brauche keine. Nun, ich habe die. Gut, wenn ihr die. Ohne Arbeiter ist sie nicht sehr produktiv. Wenn nehmt euch noch welche, ihr Lager liegt oberhalb. Okay, ich muss eine Goblin-Mine. Und wahrscheinlich wieder Goblins töten. Töten, sondern ein paar Leute retten und nebenbei Goblins töten. Danke, Fremde. Aber wenn man eine Goblin-Mine muss, dann muss man auch Goblins töten. Das ist so. Den Hund doch bestechen können, mit Essensresten. Mal sehen, ob ich das jetzt mal mache. Ja. Sogar den Goblin selber. Aber Metzeln macht doch mehr Spaß.
mich gerade verlaufen. Mir nee, doch nicht. Nein, Lena am Zero ist tief. Oh, dann kann man mal sehen, wie groß das Spiel überhaupt ist. Wer seid ihr? Sie müssen und sie haben so, damit sie die Goblins. Bitte, beeilt euch. Ich werde euch erzählen. Goblins jagen immer ihren Tod. Nachdem ich es ihnen. Goblins jagen. Ich denke nicht, dass das. Okay. Muss ich einen Häuptling töten? Den Goblins. Aber da war ich vorhin schon auf frischem Weg. Von dem muss ich jetzt einen Goblin-Toten holen. Manchmal hat man halt das Pech halt, dass der Boss gekillt wird halt und man ein bisschen warten muss, aber ich finde, das ist nicht so schlimm. Schau da meistens nochmal ins Inventar. Dädra, Ausgeburt von Padoma ist was Neues gefunden. Es tut mir leid, Sie haben mich dazu gezwungen. Ich hatte keine Wahl. Zum Beispiel Hornsteinkamaschen des Lebens. Ja, der Goblin-König kommt nicht. Da ist er wieder.
Ich habe vermutet, dass Surit Suri dreht. Hol dieser Weich her. Prügelt ein bisschen auf ein paar Gong. Dann benutzen, um sie zu bändigen. Diese Goblins. Ah, es ist wirklich eine schwere Aufgabe gewesen. Grüne scheinen zum Übrigen gewesen zu sein. Aber manchmal ist die Anzeige halt nicht ganz okay. Und dann verstehen wir das, dass das auch noch berichtigt wird. So, ob ich das aufstellen kann. Und jetzt begebe ich mich auf den Rückweg. Ich finde, Templar lässt sich gut spielen. Sowohl im PvE als auch im PvP-Bereich. Macht schon seinen Spaß halt. Könnte jetzt natürlich schon meine zweihändige Waffe auspacken, aber zurzeit habe ich halt Bock auf Schwert und Schild. Magistra Vox wurde endlich weithändisch geskillt. Das war eine Schande. Ich habe gehört, sie soll eine der Mägde Almalexias gewesen sein. Ich mal schauen, dass ich die Quest abgeben kann. Und dann soll es das für vorerst mal gewiss sein. Dank, dass bei den Acht. So. Und vielleicht sieht man sich später nochmal wieder. Ciao, ciao.